Und es geht schon weiter bei Let's Play Mass Effect. Wir sind auf der Normandy. Wir haben Nuviere geschafft. Wir haben letztes Mal Benicia getroffen. Sie war von Seven indoktriniert. Also sie konnte nichts dafür. Und ist dann gestorben. Und dazu haben wir die Rachni-Königin getroffen. Und wir haben sie leben lassen. Und der Rab war nicht so glücklich darüber. Aber ich hoffe einfach, es wird sich auszahlen, dass wir sie gerettet haben. Und jetzt sind wir auf der Normandy, schauen uns um. Und fahren dann, dass ich glaube, Ilus war es. Keine Ahnung. Egal, reden wir jetzt weiter noch mit Kai an. Sie glauben nicht an Versehen. Also er erzählt uns gerade was über das Biotiklager. Ist es fraglich, wie Sie dem ausgesetzt wurden? Meine Mutter war den Strahlen eines Transportunfalls ausgesetzt. Das war noch bevor es menschliche Biotiker gab. Kurze Zeit nach der Entdeckung der Marsruinen. Es wird nur um 63 etwas ungewiss, als Kinetix die Subjekte der ersten Generation ausgingen. Bis dahin hatten sie sich auf Unfälle verlassen. Eine Handvoll Männer in Anzügen stand nach der Schule vor der Tür. Und dann war man schon auf Jump Zero. Jump Zero? Jump Zero ist die Raumstation Gagari, nicht wahr? Wie ist sie so? Ja, das ist der offizielle Name. Die größte und entlegenste Einrichtung, die wir jahrzehntelang hatten, direkt am äußersten Ende des Sonnensystems. Genau dort haben sie die ganzen fruchtlosen ULG-Forschungen betrieben, bevor wir begannen, Masseneffektfelder zu benutzen. Es war eine sterile Forschungsstation, als ich dort war. Freunde. Es saßen noch andere Kinder im selben Boot, oder? Zumindest waren sie da draußen nicht allein. Das ist wahr. Es gab da einen kleinen Kreis, der sich jeden Abend traf, bevor wir ins Bett mussten. Aber wir hatten nicht viel zu tun. Damals war es nur eine Forschungsplattform und Kinetix ließ Jump Zero nicht ins Extranet. Es sollte nichts nach draußen dringen. Zeit zum Reden? Dann hatten sie bestimmt ziemlich viel Zeit, einander besser kennenzulernen. Ja. Nach dem Abendessen haben wir immer zusammen rumgesessen. Karten gespielt oder Netzwerkspiele. Es gab da dieses Mädchen namens Rana, das einen kleinen Kreis um sich herum versammelt hatte. Sie stammte aus der Türkei. Ihre Familie war sehr reich, aber sie war clever und unglaublich bezaubernd, wunderschön, bildete sich deshalb aber nichts ein. Ich glaube, sie hätten sie gemocht. Haben sie sie geliebt? Das klingt, als wäre sie für sie etwas ganz Besonderes gewesen. Das war sie. Vielleicht hat sie dasselbe empfunden, aber... Es hat sich einfach nie ergeben. Training, Sie wissen schon. Absichtliches Ausgesetztsein. Und Sie wissen sicher von absichtlichem Aussetzen? Das weiß niemand. Heißt nicht, dass es nicht passiert ist. So groß wie die Aussetzungen waren, war es schwierig, Unfälle nachzuverfolgen. Damals war es anders. Niemand kannte das Potenzial, weshalb es auch nicht viele Vorschriften gab. Alles, was Kinetix anfasste, wurde zu Gold. Ich sage nicht, dass sie absichtlich Antriebe über unseren Außenposten explodieren ließen. Aber im Nachhinein waren sie immer verdammt schnell auf dem Plan. Klingt hart. Reden Sie weiter. Jump Zero ist weit weg von der Heimat. Wie war das so? Der große Zugang zur Menschheit sieht auf Videos um Längen besser aus. Aber das ist mein Päckchen, das ich zu tragen habe, Commander. Sie können immer mit mir reden. Alenko, es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Sie sich nicht mit Ihrem Commander anfreunden können. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich möchte nur nicht, dass Sie mich für einen Jammerer halten. Außerdem habe ich meine Vergangenheit in Ordnung gebracht. Immer noch mal mit ihm. Brauchen Sie was, Commander? Taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens... Was war Benicia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Die Rachni-Königin? Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Ja, gut, auf Wiedersehen. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander. Das stimmt schon, weil die Menschen hatten ja damals noch nicht die Massenportale entdeckt und deswegen hatten wir nichts zu tun mit den Rachni. Also, wer weiß. Vielleicht, also theoretisch, also wenn wir es ganz positiv einfach mal denken, könnte es ja sein, dass die Rachni dann zu den Menschen nett sind. Aber ich weiß nicht, weil die Rachni sind eigentlich wirklich so, wirklich irgendwie wie Termiten, die einfach immer, nicht wie Termiten, wie Ameisen, die immer nur auf ihr eigenes Gebiet schauen und alle, die ihr Gebiet bedrohen, angreifen. So ist sie auch zum ersten Kontakt gekommen. Sprechen wir mit Lyra, die muss sicher Schiss sein über den Tod ihrer Mutter. Wenn Sie hier sind, um über Benicias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie fühlen sich deswegen nicht schlecht?
Tun Sie nicht so, als würde Ihnen das nichts ausmachen. Sie war Ihre Mutter. Das war sie. Aber irgendwie auch nicht. Ich erinnere mich lieber an die Benezia, die sie früher war, bevor sie von der Macht der Sovereign verdorben wurde. Sie ist immer noch bei Ihnen. Die besten Eigenschaften Ihrer Mutter leben in Ihnen weiter. Ihre Entschlossenheit, Intelligenz und Stärke. Nett von Ihnen, das zu sagen. Ich weiß Ihre Sorge zu schätzen, aber es geht mir gut. Benezia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Benezia. Wissen Sie, warum sich Benezia mit Saren zusammengetan hat? Benezia wurde in Ereignis, ja, aber ich werde mich daran erinnern, wie sie gelebt hat und nicht an ihren Tod. Kommen Sie klar? Es ist nett, dass Sie fragen, Shepard. Ich vermisse Sie. Und ich traure wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Aber ich werde mich von meinem Kummer nicht bei dem beeinflussen lassen, was wir bezwecken. Erzählen Sie mir mehr über sich. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Wir leben nicht sehr lange. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das wäre immer noch super alt. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei Ihnen und Ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Der älteste Mensch der Welt, das ist doch so ein Chinese und der ist doch immer so nur 50 Jahre alt, oder? Also, was ich hier gerade habe, ich habe meinen coolen iPod immer, die ältesten Menschen, bla bla, der Altersweltrekord ist bei 122 Jahren. Boah. Das ist also immer noch etwas weniger als 150. Einschüchternd. Sie sind von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Ich versuch's. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über sie informiert. Ich weiß, was sie während des Kylianischen Angriffs getan haben. Sie haben dort erstaunlich viel Tapferkeit und Heldenmut bewiesen. Sie hätten mich fragen können. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über Sie wissen, damit ich verstehe, warum Sie zu dem Mann wurden, der Sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Das würde ich gern glauben. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Chief Williams geben könnte. Sag mich, Sie sind ein Alien. Nee. Es ist nichts Ernstes. Hä? Was? Ich hab doch keins. Hä? Williams und ich sind nur Freunde. Mehr nicht. Dann habe ich mich geirrt. Ich bin wohl nicht so geübt darin, menschliche Beziehungen zu verstehen, wie ich gedacht habe. Aber was ist mit uns, Shepard? Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Natürlich, ich fühle mich von Ihnen angezogen. Nein, Sie hatten recht. Da ist etwas zwischen uns. Ich wusste es. Und ich wusste, dass Sie es auch spüren, aber... Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich Ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es auch nicht. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Sie geschehen einfach und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Bei Ihnen klingt das so chaotisch, so gefährlich. Ich werde Sie beschützen.
Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Das ist alles ein bisschen viel. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Sie... Ich brauche etwas Zeit. Verstehe. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns vorerst über etwas anderes reden. Auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Ich bin Wiedersehen, Shepard. Automatisch mit der Ashley verkuppelt. Genauso wie bei Dragon Age, wenn du so mit diesem Severin, so diesem Heini da, es war ein Elf, wenn du den eine Weile lang halt so Geschenke gibst, nett zu ihm bist, dann sagen alle für dich, was machst du mit dem? Oh mein Gott, das ist so schrecklich, die Beziehung mit dir, Lieben. Allein schon die Vorstellung. Ja, und so ist es auch bei Mass Effect. Also, wie gesagt, man kann ja zwischen einer von den beiden, also das ist ja typisch Mass Effect, man kann halt mit einer von seinen Compadros kann man eine Beziehung eingehen. Wenn man als Frau gespielt hätte, könnte man auch als keiner eine Beziehung eingehen. Und hier kann man halt nur mit den zwei Frauen holen. Ja, ihr merkt schon, für wen ich mich eh entscheide. Rex. Was wollen Sie, Shepard? Persönliche Frage. Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Tatsächlich? Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen, ich musste überleben. Verlassen? Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Tatsächlich? Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Yaroth an, einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt, und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpfen. Da werden uns sicher viele übrig bleiben. Und was war mit Ihnen? Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Yaroth zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten. Was war mit Jared? Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Riskante Sache. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt, sogar für uns gibt es einige heilige Vater? Gesetze. Yaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesem Tage. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen. Auslöschung. Das hat man schon. Familie. Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Wollen Sie mich zum Weinen bringen, Shepard? Ich habe noch ein paar Dinge mit meiner Familie zu klären. Sprechen Sie weiter. Alles. Was für Dinge? Bevor ich fortging, habe ich dem Vater meines Vaters einen Schwur geleistet. Ich habe geschworen, die Kampfrüstung meiner Familie zu finden. Sie wurde ihm nach den Aufständen Rüstung? Abgenommen. Was ist so Besonderes an dieser Rüstung? Sie ist ein Relikt, im Grunde wertlos. Aber vor dem Krieg wurde sie von 5 Generationen meiner Familie getragen, also gehört sie rechtmäßig mir.
Sie wurde damals von der Turianischen Armee konfisziert. Nach dem Krieg war es uns nicht gestattet, Rüstungen oder Waffen zu tragen. Jetzt hat sie Ton Actus. Er ist ein turianisches Schwein, das Kriegsrelikte sammelt. Er hat Millionen damit gemacht, kroganische Artefakte zu verkaufen, die meinem Volk gehören. Er lagert seine Waren in verschiedenen Basen, alle gut befestigt und bewacht. Und ich weiß nicht, in welcher Basis er meine Familienrüstung aufbewahrt. Sagen Sie mir, wo ich als erstes danach suchen könnte. Ich werde die Daten in das Navigationssystem importieren. Eine Bitte, Commander. Ich möchte dabei sein, wenn Sie ihn finden. Bis dann, Rex. Rex ist einfach der Stärkste. Also. Ja, Ausrüstung. Schauen wir mal. Ach nee, wenn ich ausrüste, das mache ich ausspielen. Reden wir mit Ashley. Commander? Können wir reden. Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Sie waren gefährlich. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Du solltest wirklich mal mit Zoni über ihre Mutter reden. Sie muss sehr traurig sein. Ich wollte es nur erwähnen. Ist schon merkwürdig. Irgendwie tut sie sich, dann sieht sie sich wieder, dann tut sie was über Lyra sagen, obwohl sie sich mit Lyra geschritten hat. Ashley nervt mich irgendwie. Können wir reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Sicher. Ich sehe mir nur die Post von zu Hause an. Oh, warte mal. Wir haben Kaidan in einem Video über die Normandy gesehen. Ziemlich schnuckelig. Mach's gut, Schwesterchen. Tun wir einfach so, als wäre das nie passiert. Kaidan? Interessieren Sie sich für den Lieutenant, Chief? Natürlich nicht, Sir. Verbrüderung ist gegen die Regeln. Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Ach, erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Hat Ihr Vater bei der Flotte gedient? Ja. Er hat jeden Scheißposten angenommen, der ihm angeboten wurde, nur um in den Weltraum zu kommen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um etwas Anerkennung zu bekommen. Aber er kam nicht über den Soldat dritter Klasse hinaus. Er war unglaublich stolz, als ich Chief wurde. Als erstes hat er vor mir salutiert. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie haben sie nie erwähnt. Sie wissen doch bestimmt, wie Ehefrauen von Militärs so sind. Sie sind stark, weil sie es sein müssen. Sie müssen die Kinder großziehen, während der Mann auf sechsmonatige Dienstreisen geht. Sie hat einen Abschluss in planetarer Geologie. Sie wollte wie mein Vater neue Welten entdecken. Aber sie hat ihre Karriere aufgegeben, um uns großzuziehen. Sie haben mehr als eine Schwester? Klingt nach einer großen Familie. Ja, ich bin die Älteste. Dann kam Abby und dann Lynn. Sarah ist die Jüngste. Sie geht noch zur Schule. Mein Vater sagte immer, er fühle sich bei vier Mädchen zu Hause öfter unterlegen als bei Manövern. Zu Hause. Wo sind Sie aufgewachsen? Überall. Tolle Antwort. Bevor ich die Grundschule abgeschlossen hatte, waren wir bereits ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Man geht dahin, wo einen das Oberkommando hinschickt, nicht wahr? Darum stehe ich meinen Schwestern wahrscheinlich auch so nahe. Wir mussten unsere Freunde alle zwei oder drei Jahre wieder verlassen. Sie zogen Ihre Schwestern auf? Ihre Schwestern reden immer noch mit Ihnen, obwohl Sie sie mit aufgezogen haben. Erstaunlich. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Klingt ziemlich interessant. Möchten Sie es mir erzählen? Sarah hatte einen Freund, der die Sache schneller angehen wollte als sie, Mike. Sie hielt ihn für keinen üblen Kerl. Er setzte sie aber unter Druck. Lynn schickte mir diese besorgten Videonachrichten. Und ich sagte ihr, sie solle sich beruhigen. Wo waren Sie, als das alles passierte? Ich war im aktiven Dienst. Sarah machte in dem Jahr ihren Schulabschluss. Das ist alles erst einige Jahre her. Sie waren auf Amaterasu. Ich war damals auf Charnobok stationiert. Ist derselbe Cluster, aber ein Dutzend Lichtjahre entfernt. Nah genug, um regelmäßig miteinander zu reden, aber zu weit weg, um im Notfall schnell hinfliegen zu können. Ich konnte mir keinen schnellen Flug leisten. Nein heißt nein. Würde er sie wirklich mögen, dann würde er sie auch nicht drängen. Ja. Wenn er überhaupt nicht gefragt hätte, hätte ich nämlich überlegt, ob er Sarah vielleicht hässlich finden würde. Tja, wie man's macht, macht man's falsch. Mike hatte mit ihr einen romantischen Spaziergang im Wald gemacht. Er war nämlich der Ansicht, es wäre Zeit, dass sie es endlich tun. Also schleuderte sie Mike in den nächstbesten Baum und rannte weg. Sie hatte nicht mal einen Kratzer.
Gut, dass unsere Eltern uns alle Selbstverteidigung gelehrt haben. Ich ließ mich ein paar Tage beurlauben und brachte Sarah zur Schule. Nice, Polizei. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Sarah meinte, dass dies das wirkliche Problem auch nicht lösen würde und sie und Mike dann nur in aller Munde wären. Es war eine sehr kleine Kolonie. Ich fand, es war ihre Entscheidung und dass wir ihr ihren Willen lassen sollten. Meine Mutter war deswegen ziemlich sauer. Sie sagten, alle ihre Schwestern hatten Selbstverteidigungskurse. Lynn hatte sogar Schießunterricht, aber das gefiel mir nicht. Sie ist ziemlich nervös. Sa machte Aikido. Abby entschied sich für das Schwert. Sie war schon immer ein wenig seltsam. Sie mag riesige Röcke und Blusen, in denen man sie suchen muss. Allerdings schmeicheln sie ihrer Figur. Und was haben Sie gelernt? Ein Freund meines Vaters hat mir beigebracht, wie Marines kämpfen. Was ist das Mike geworden? Sie muss es gerade sagen, nett für ihn. Sie sind den ganzen Weg nach Hause geflogen, nur um ihre Schwester zur Schule zu bringen. Es war nur ein Dutzend Lichtjahre. In etwa eine Tagesreise. Es war ja nicht so, als ob ich zur Erde gemusst hätte. An meinem letzten Tag dort hat Mike auf uns gewartet. Sarah hat es ihren Freunden erzählt, daher wusste in der Schule jeder, was er getan hatte. Er war nicht sehr glücklich darüber. Ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerrissen. Aber Sarah blickte mich auf diese ganz bestimmte Weise an. Diese, lass mich das erledigen, ich muss das allein machen, Weise. Sie blieb ganz cool, als er sie anschrie. Sie ließ ihn einfach gewähren. Dann versuchte er sie zu schlagen. Ich schwöre Ihnen, sie flog nur so um ihn herum. Dann lag er auch schon mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig und alles war voller Blut. Wow. Das ist unglaublich. Sarah muss ebenso gut sein wie sie. Sie ist besser. Ich schlage im Grunde genommen immer nur geradeaus. Als er ausholte, war sie... Da war sie schon gar nicht mehr da. Und er fiel hin. Sie half ihm, die Blutung zu stoppen und ließ mich einen Krankenwagen rufen. Sie sagte den Sanitätern, er wäre hingefallen. Bevor man ihn ins Krankenhaus brachte, berührte Mike Sarahs Arm. Ich dachte schon, er würde gleich wieder am Boden liegen. Aber er ließ den Kopf hängen und flüsterte, es tut mir leid. Und dann fing er an zu weinen. Und sie nahm ihn in den Arm. Wir Williams-Frauen sind ziemlich entschlossen, Commander. Wenn wir bereit sind, tun wir die Dinge einfach. Nicht früher und nicht später. Interessante Geschichte. Ihre Schwester ist schon was Besonderes. Aber Sie haben Ihren Vater noch gar nicht erwähnt. War er nicht da? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen, habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Ich hätte nie gedacht, dass Sie Poesie zitieren. Nur weil ich Ihnen aus 100 Metern Entfernung zwischen die Augen schießen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sowas nicht lese. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Skipper? Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Kennen Sie das Sprichwort, im Schützengraben gibt es keine Atheisten? Ich habe schon in vielen Schützengräben gelegen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit. Aber ich würde mich gern später mit Ihnen unterhalten. Wegtreten. Ganz ehrlich, wir haben ja zwei. Also,
also normale Soldaten, so Ashley und Kairan. Und ganz ehrlich, Kairan finde ich etwas langweilig, weil Kairan redet irgendwie nicht richtig gescheit. Aber Ashley, ich meine, mit der kann man wirklich super reden. Also, ja, die ist mir richtig, also, sie ist mir nicht so sympathisch wie Liera, aber, natürlich Rax, Garrus, aber sie ist auf einem guten, wenn man das sagen. Kairan, der redet halt nicht so viel, das ist, finde ich, richtig. Und, also, Ashley finde ich super gut, auch wenn sie jetzt irgendwie philosophisch ist. Und es gefällt mir überhaupt, dass Mass Effect so philosophisch ist, so gute, lustige Dialoge hat, das ist eh so wichtig, und wir laufen im Kreis und reden dann mal mit Garrus. Und ja, die Dialoge sind wirklich super geschrieben bei Mass Effect, und meiner Meinung nach, das ist wirklich nur so gute Dialoge findet man meiner Meinung nach manchmal in Rockstar-Spielen und dann noch bei Uncharted. Das wird ja, Uncharted-Dialoge werden ja von der guten Amy Hennings geschrieben. Ja, und das habe ich jetzt nicht abgelesen. Garrus, persönliche Frage. Commander, schön Sie zu sehen. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadell-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Was Besonderes? Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich... Störend? Verstörend. Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadelle zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. So etwas hat es auf der Zitadelle schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Ja, aber das bringt eh nicht, weil die Genophage ist ja bei den Frauen, nicht bei den Männern. Was ist mit dem Arzt? Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte, einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Das ist krank. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende.
aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Vielleicht weitermachen, einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Mass Effect. Ciao.